Und damit willkommen zu unserem kleinen Video zu Jump Force. Mann, war das ein Intro, auch wenn ich nicht verstehe, Was? Es war auch sogar damals so der Ankündigungstrailer. Das sowieso. Aber trotzdem, es war cool. Nur verstehe ich nicht, warum Goku und Ruffy ihre Techniken quasi gesagt haben. Ich meine, bei Goku, klar, logisch. Aber warum Naruto nicht? Aber gut, egal. Aber dafür war Ruffy rot und die anderen beiden Techniken blau. Ja. Also was soll's. Letztendlich ist das auch soweit, das Spiel ist draußen. Wir werden auch nur offline spielen, weil ich bin kein Fan davon, während einer Aufnahme oder so von anderen Idioten da quasi genervt zu werden. Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja da auch nicht, wie die Internetverbindung von dem einen ist und dann hängt das alles und richtig. Da, ne? Das macht man dann lieber außerhalb der Aufnahme. Immer schön zustimmen. Das kennt man ja. Typischer Ladebildschirm, ein paar Tipps. Am Anfang ganz nett, aber man kann sie eh nie alle lesen, bei der so schnell wie das weggeht und irgendwann weiß man sowieso, wie es geht. Jetzt lassen wir erstmal das Intro erstmal ein bisschen genießen, geschehen. Ja.街もすっかり廃墟になりましたね。皆さん、なかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち。ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを負う。だが、絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。 おや、お連れの姿が見えませんね。目を止めるのはオラ一人で自分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦める悪い人ですね。では死になさい。 しまった。かわいそうに。あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。 意識が戻ったようですね。今、あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。 Damit sind wir jetzt auch in der Charaktererstellung. Und ich wollte sagen, dieser Schlagabtausch zwischen Goku und Freezer, das sah billig aus. Ja. Als ob man solche kleinen Actionfiguren hätte, die einfach so die Arme immer nach oben und unten bewegen. Das hätte besser sein können. Männlich oder weiblich? Nehmen wir weiblich. Typ A, ein Kampfkunststil, der Gegner mit schnellen, gezielten Schlägen zersetzt. A la Dragon Ball. Komm, du Typ B. Ja, ich kann das von hier eh nicht so, ja, okay. Lesen, deswegen. Ein Piratenkampfstil, mit dem du weite, mächtige Schläge austeilst, um deinen Gegner zu bezwingen. Pirat One Piece, oder klar. Deine Gegner. Ein Ninja-Kampfstil, der durch die akrobatischen Bewegungen des Taijutsus den Gegner besiegt. Naruto. Genau, also Naruto, One Piece und Dragon Ball. Also ich bin ja eher von der Art her für Dragon Ball, ganz ehrlich. Also von der Art des Kämpfens. Ja. Einfach draufhauen. Man kann sowieso alles. Man kann sowieso alles. Aber nicht sehr schnell. Nein. Also, denke ich. Warum in klein oder in großen Arm? Nee, also ich würde so sagen, so mittig, so. So. Ne? Ja, oder so. Körperbau? Ein bisschen pummeliger oder ein bisschen. Kann man ein bisschen drehen? Ich sehe da keinen Unterschied. Ich sehe da. Das ist hauptsächlich die Arme und so. Ein bisschen der Po auch. Und die Beine und der Po auch?
Ich glaube schon. Ja, doch, da die Beine und der Po. Nee, der Po selbst nicht. Doch. Klar, geht doch ein bisschen in die Breite. Ja, okay. Ja, lass mal so. Ist okay. Die Brust? Die bleibt bitte auch so. Mach sie bitte nicht zu klein. Lass einfach Mitte, Mann. Mitte. So. Mach sie in die Mitte. So. Hautfarbe. Och, komm schon, Shin. Warum fragst du mich überhaupt? Mach sie wieder kleiner. Ich will eigentlich was schönes. Weil ist so sexistisch. Wo ist denn das sexistisch? Das geht doch noch. Ich hätte auch so mach machen sie in können. In die Mitte. So. In die Mitte, das da wo der Strich ist. Das ist doch vollkommen okay. Ach, aber nicht zum Kämpfen geeignet. So, Frisur. Ja, gehen wir doch mal durch. Weiß ich nicht. Also es sind ja von genau. den Charakteren, die hier vorkommen. Das ist Sakura, das erkennt man ja eindeutig. Ja, wahrscheinlich. Das sagt mir keine nichts. Keine Ahnung. Ja, das Rukia. Ja, stimmt. Das sieht das man. Das müsste dann Orihime sein. Ja, kommt hin, glaube ich. Könnte. Das sagt mir jetzt auch nicht. Das könnte... nee, weiß ich auch gerade nicht. Das sagt mir... doch, hier, One Piece, diese... Pandora oder wie? Nein. Nee, weiß ich nicht. Perona oder wie die heißt. Achso, aber mit P hieß die. Genau. Der hatte pinke Haare, ne? Ja. Und dieser Geist halt. Das sagt mir gerade gar nichts. Nichts, mir auch nichts. Mit diesen Schleifen. Das kann alles sein. Stimmt, kann alles Mögliche sein. Das könnte auch alles sein. Ja. Also manchmal erkennt man das mit Frisuren nicht so gut, finde ich. Deswegen gehe ich jetzt auch nur mal ein bisschen schneller durch. Ja, ja das ist klar. Die NC18 halt, ne? Das ist auch klar. Ja, das weiß man einfach. Naja gut, das ist jetzt nicht so, nee. Weiß ich nicht, das auch nicht. Das könnte Nico Robin sein sogar fast. Ja, okay, das würde hinkommen. Bin das ist das andere Nami, ne? Oder? Das längere eben. Oder nicht? Nein. Wobei, nee, die hatte nicht solche... Okay, nee, das ist Boa. Das ist wieder sowas Nichtssagendes. Manches kann einfach alles sein. Das ja, ist einfach ja, so. Und einige Frisuren sehen sowieso ein bisschen dumm aus. Ja, zum Beispiel das eben. Ja. Das war ein weibliches Satsuki und ein weibliches Gon eben. Und, ey. Na, und Gaara, Kakashi. Ja, also es sind alle Frisuren, egal ob männlich oder weiblich, die Frisuren sind irgendwie immer drinne. Nicht ganz einige. Halt, einige ja. sind, also am Anfang, ja natürlich einige nicht, das ist klar. Aber so sonst... Einige schon, ja. Ja klar, die nehme ich jetzt, ne? Nein, bitte nicht. Aha. Also ich wäre entweder bei irgendwas mit einem Zopf oder einfach lange Haare so. Aber nicht zu lang. Nicht so außergewöhnlich wie das eben. Ich würde das hier sogar fast nehmen. Ja, da gefallen mir die Haare an der Seite nicht so. Ich bin da sehr penibel. Das ist mir zu glatt. Das ist... unten weiter war eigentlich ja eine, die war ganz die? Okay. Nee, ich meine ja unten weiter, als du kurz zum Ende warst, da war irgendwie noch so lang. Das hier, das... Nee, war da nicht auch eine mit dem Zopf noch? Oder habe ich mir das eingebildet? Die da eben, ja, die. Na, die zum Beispiel. Das sieht beschissen aus vorne. Okay, die Haare vorne, ja, hast ja recht. Ach ja, das ist immer so schwer. Wir können auch das hier nehmen. Ja gut, gesehen nehmen wir das. Das ist okay, kann ich mitleben. Haarfarbe? Rot. Rot. Ah, nicht so ein grelles Rot, so, so. Das ist besser, ja. Das andere ist schon eher so pink. Highlights nehmen wir dann aber auch ein bisschen rosa mit rein oder so. Naja, ich finde rosa eigentlich eher bei weiß gut. Bei rot, das beißt sich. Da musst du eigentlich was anderes jetzt haben. Hm. Weiß selbst vielleicht. Irgendwas helleres muss es auf jeden Fall sein. Und so ein bisschen bläulich mit rein. Ja, ich denke, das geht. Ah, Moment, ich kann mir ja noch die Prozent einstellen. Was? Nein. Lass es so, wie es ist. Sonst ist ja nicht mehr rot. Ja, so. Aber es ist ein bisschen zu aggressiv. Es ging eigentlich, aber du hast zu viel davon eingestellt. Ich würde das wieder auf das Minimum machen und dann ist okay. Blau. So geht's eigentlich. Augenbrauen. Die sieht man sowieso kaum. Also die kannst du eigentlich lassen, wie du willst. Okay. Ja, die würde man sehen. Nein, die müssen nicht ich sein. Das hier mit dem Blitz finde ich eigentlich das ganz... Das sieht aber auch für den Wald. Ja, für den Wald natürlich, ja. Was so ein bisschen aggressiver sollte schon sein. So ist okay. Aber nicht dieses Hilflose eben. Das geht ja gar nicht. Gut. Die Ohren sind eigentlich unrelevant. Augen. Es sollte nicht zu klein und nicht zu groß, ne? Das sowieso nicht. Und auch nicht verschlafen. Also irgendwie schon so ein bisschen aggressiver auf jeden Fall. Ist ja Kämpferin, ne? Ja. Ah, das sieht so komisch aus. So groß einfach. Gibt es kleinere? Ich finde das ja, wobei, ne? Das ist so alienmäßig. Ja, das stimmt. Irgendwie ist das voll Klischee, ne? Also voll so große Augen. Ja, das ging, das eben eigentlich. Das geht, ne? Das sieht gut aus, oder? Auch ein bisschen größer, aber. Also, mich stellt erstmal, dass die ganze Zeit den Kopf dreht. Aber ja, das. Ja, das ist okay. Ist okay. Damit können wir leben. Rechte Pupille.
Ist das nicht eigentlich vollkommen egal? Ja, deswegen mache ich einfach mal so. Freie Schnauze, Augenfarbe. Du stehst voll auf dieses. Ich verstehe das nicht. Warum stehst du da so? Die will lieber eine Stufe kleiner haben oder größer. Nee, nehmen wir das kleine. Das ist so ein kleines Dämonenauge halt. Ich sag ja, du stehst irgendwie voll darauf. Und die linke Pille. Ach nee, nee, nicht so groß. Auch klein. Und weil es ein blindes Auge ist. Kein blindes Auge, hallo? Dann ist es halt ein Byakugan. Das soll ein normales Auge sein. Lass doch ein Auge wenigstens normal. Nee, die so Pupille, die es hatte, war schon okay eigentlich. Das ist zu groß, das eine. Ja, so geht doch eigentlich. Ah, ist ein Standardauge, okay. Ja, ein normales und ein anderes. Ja, die Nase kann bleiben, wie sie ist. Das ist eine Nase, das ist für mich unrelevant, wie ein Ohr. Solange sie nicht zu knollig aussieht. So. Mund und Kiefer. Das ist für mich fast genauso. Hm. Da kann das erste eigentlich bleiben. Warte, ich hatte da. Allzu viel ändert sich ja auch nicht. Das sieht so ein bisschen hochnäsig aus. Das sieht zu schwach aus. Also, soll ja auch ein bisschen feminin aussehen. Das ist eine Kämpferin, verdammt. Die muss ja nicht auf Schönheit achten. Was haben wir da jetzt? Ah, es gibt so. Okay, gut. Acht Merkmale haben wir hier. Das finde ich ja doof. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Das sind irgendwelche Kreise. Passt schon. Das hier sind, ja, irgendwelche Kreise. Das erkenne ich kein Stück. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas bei den Haaren, was man nicht sieht. Ein Auge, Sommersprossen, auch am Auge. Sie dreht sich immer wieder. Es ist, weiß ich nicht. Ah, da oben, das bei Sakura, genau. Ja, das wäre jetzt auch was mit dem Auge, muss aber nicht. Nee. Ja, die ganzen Naruto-Dinger. Naruto, Hiro Tensei. Kankuro. Halt die beiden Punkte da. Wie gesagt, ich bin dafür halt immer noch. Ich finde, okay. Das ist irgendwie. Das wirkt neutraler halt. Auch wenn es ein Tobirama ist. Eigentlich finde ich schwarz das schon am besten, ganz ehrlich. Hallo, du sagst. Ach, das schwarz, ja. Klar. Ja, weil es einfach zu den Haaren und so passt und so. Und es wirkt dann wie so eine Narbe, weißt du? Wenn du das so rot oder weiß machst, dann finde ich. So ein bisschen transparent. Ja, jetzt sieht es irgendwie aus wie angekackt. Ah gut, es sieht aus wie eine Narbe, es geht. Aber wenn du das irgendwie so rot oder weiß oder sowas machst, ne, dann sieht das aus wie angemalt. Und wow, er gibt wieder ein Bärchen. Muss nicht sein. Ein Frauenbart. Das ist keine Ahnung. Da auch voll, bam. Nee, muss auch nicht sein. Wobei, das hat was. Nee, das finde ich auch nicht so. Das ist alles viel zu viel. Ich finde das nicht so toll. Ja, man kann daraus schon ein bisschen was machen, aber nicht jetzt für uns. Nee, also ich finde so schlicht reicht schon. Ist okay. Was ist das jetzt? Quasi Lippenstift, also, so ein bisschen. Ja, mach den nicht so ein helles Rot. Das ist eigentlich viel zu hell, aber passt. Ich wollte den auch noch ein bisschen transparenter haben. Ich würde ein dunkles einfach nehmen, aber gut geht. Ist in Ordnung. Ist okay, wie du es gemacht hast. Ist okay. So. Suchen wir die Stimme aus. Warte mal. Oh nein! Ich bin für 1 eigentlich. Ich finde 6 eigentlich. Wie ist 6 nochmal? Das geht so. Wie war nochmal 4? Ach egal, nehmen wir einfach 6. Klingt sowieso fast alles gleich. Ja. Oder es ist nun unser Charakter. Genannt Tsushi. Oder auch Uschi. Nein. So, jetzt geht's gleich weiter erstmal mit der Story. Ja. Nein. Nein. Wie gesagt, also schon mit der Story, aber nein. Ja. Nein. Ich sag an dieser Stelle schon mal, weil das hier eigentlich als angezockt angedacht ist. Falls ihr wollt, dass wir die Story dann nochmal weitermachen oder so, schreibt es in die Kommentare und dann werden wir uns mal überlegen, ob wir das noch ein bisschen weitermachen oder ob das hier einmalig sein wird. Genau. Das sehen wir dann. Prolog, die Wiedergeburt. Nein, nur Wiedergeburt. Da steht kein die. Erfinde keine Wörter. Das die habe ich gerade so nur dazu gesagt. Du sollst es nicht erfinden. Pfui. Nee, Prolog, Wiedergeburt. Wie klingt das? Gut. Ja, das war deine Hand.
Ich mag die Stimme vom Navigator. Kenn ich nicht. Er ist aus vielen Animes bekannt. Unter anderem Tiger aus Toradora. Ja gut, aber das ist nicht so hoch sein. Ja. Schmatta! Schikata nai. Tatakatte kudasai. Ima no anata nara dekiru hazu desu. Anata no naka ni yadotta Cosmic Cube ga kanarazu chikara o ataete kureru. Jetzt darfst du kämpfen. Naja, Tutorial, ja. Ja, aber das muss halt irgendwo sein. Genau, jetzt beginnt das Kampftutorial. Du kannst springen, wenn du den Gegner besiegst. Okay. Ja, das ist für euch erstmal unrelevant. Ich hau einfach drauf. Ah ja, ich habe schon mal leicht angefangen. Aber nicht viel. Ich finde auf jeden Fall den Hintergrund und so auch recht cool eigentlich. Ah, ich dachte, ich kann es überspringen, indem ich ihn besiege. Stand doch da, oder nicht? Ja. Aha. Außer du hättest irgendeine super Technik gemacht, die viel abzieht? Kann ich noch nicht. Mies. Ah, guck, schnell angreifen und so, das ist doch eigentlich gut, oder? Ja. Du hast ja gesagt, du hast schon mal selbst angefangen gehabt. Welchen Stil hast du da genommen? Naruto. Hat er sich unterschieden, der Kampfstil groß? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Also, er rennt. Charakter ist dann zwar gerannt wie so ein Naruto-Charakter und jetzt nicht so. Aber auch dieses Teleportieren und so, das konnte ich alles. Okay, also kein großer Unterschied offensichtlich. Nicht minimal, vielleicht von Art bisher. Also, diesen Breakdance habe ich jetzt selbst nicht gemacht. Ja, aber ich finde einfach, so schnelles Angreifen, das ist in solchen Spielen irgendwie sinnvoll. Das braucht man. Finde ich persönlich. Ja, jeder spielt ja anders, ne? Also, aber ich glaube, das ist auch so deine Art eher, oder? Ja. Ja, und geflogen bist du wahrscheinlich auch nicht. Ja, doch, diesen Ansturm konnte ich. Achso, okay, konntest du. Ja, blocken. Mach ich jetzt einfach was zum Geier. Aber nett, man kann auch ein bisschen die Umgebung kaputt machen. Ja. Okay. Ich glaube so, das Wasser auf dem Boden reagiert nicht so gezielt, wenn man drüber läuft. Ein paar Steine und so sieht man da, das sieht auch ganz nett aus. Naja, beim Wasser ist nicht so ein bisschen, könnte besser sein. Nimmt man noch Schaden, wenn man irgendwie gegen die Gegenstände gegenkommt? Das weiß ich nicht. Deswegen, das ist jetzt, weil wir noch keine Techniken können. Kann ja auch noch nichts anderes machen, leider. Also normal draufhauen. Ich finde halt nur irgendwie in Spielen immer so ein bisschen doof. Die knallen auf den Boden. Der Boden ist kurz kaputt, aber es bleibt nicht. Das sieht zwar eindrucksvoll aus, aber irgendwie ist es dann doch blöd. Oder? Wie siehst du ja, das? Schon so ein bisschen, aber was will man halt machen? Okay, diesen Teleport-Angriff konnte ich, glaube ich, nicht. Also ich glaube aber schon, bei Dragon Ball in einem Spiel blieb das aber. Ja, kann sein, das weiß für ich gar PS4 nicht. Für die Erhaltenes Gold. Erhaltenes Gold. Toll. Ja. Das klingt komisch. Geld halt. War aber ziemlich viel irgendwie. Ja. So für den, fürs Tutorial. Hey, aber man hat nach dem Tutorial wenigstens was bekommen. Immerhin. Das ist ja nicht gang und gäbe, ne? Pass auf, mein Kopf. Mhm. Der zerbröselt. Und tot. Der ist nicht tot, der zerbröselt. Ich frage an dieser Stelle auch nochmal, aber was heißt auch nochmal, allgemein überhaupt, was ist eigentlich eure Lieblings-Jump-Serie? Das würde mich mal an dieser Stelle interessieren. Wer sagt denn, dass Goku sich um uns kümmern muss? Eigentlich tut es gerade Trunks. Ja. よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。ja, sowas finde ich dann
in solchen Spielen immer doof, dass da nicht mal quasi der Charakter das richtig sagt, sondern nur diese Animation hat. Ja, aber das ist wegen den Namen so eine Sache. Ja, ich weiß. Er sagt Naruto und Luffy-san. Wir können? Nein, wir müssen. Ich werde auch gleich sagen, was mich extrem an dem Spiel stört. Ich habe auch nur den Anfang gesehen. Ich war kurz bei Shin mal. Weil, wie gesagt, ich habe das ja schon mal leicht angefangen. Ja, aber bis zu einem gewissen Punkt ist es dann komplett blind halt. Ja. Also, keine Ahnung. Hier geht's jetzt noch so. Aber das ist ja auch nichts. Es sollte eigentlich hier schon auffallen. Ich sag's gleich, wenn Ruffy und Naruto vorkommen. Danach, nachdem sie geredet haben. Du weißt ja, was ich meine. Mhm. Oh, ich mag die BGM. Ja. Die klingt okay, aber ich glaube, die könnte auf Dauer ein bisschen nerven manchmal. Vielleicht. Vielleicht, okay, ja. Kommt drauf an, wie gefrustet man ist. Ob man verloren hat. Ohne Goku jetzt zu beleidigen, aber der sah da nicht besonders gut aus. Ja, Ruffy hat alles gefressen, Naruto nicht. So viel zu Naruto ist genauso verfressen, ist er nämlich nicht. Kein Stück. Muss man den kennen? Nein, ist ein eigenständiger Charakter. Okay. この base camp にいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外は 担当直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界の彼らと共闘する者たち、ベノムズによって。ジャンプ好きだ、ファラー、ich weiß、aber trotzdem。そのタイプの人たち、それがJ-Forceだ。J-Forceのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のように元々は現実世界の人間だったヒーロー。君はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう。 ベノムズはもともと人間だったんだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。Aber man kann ihn zumindest einigermaßen gut lesen. Das möchte ich an dieser Stelle mal loben, weil wir hatten heute noch ein paar andere Sachen aufgenommen, wo in einem Fall das auch nicht so schön war und KH3 war es natürlich auch nicht so optimal. Jedenfalls nicht immer. Aber trotzdem, es war manchmal ein bisschen zu viel eben, ja. So schnell wie es gewechselt ist. Und ich bin jetzt nun wirklich nicht langsam. Nein. Also, auch nur an Einzelecken. Also ich will jetzt einfach mal sagen, was mich definitiv an diesem Spiel stört. Ich meine, der Grafikstil ist ja wirklich toll. Okay, sie reden nochmal. Ich will nicht dazwischen reden. Gleich. Was habt ihr nur aus dem schönen Manhattan gemacht? Die sind ja neu, aber man sieht eindeutig Dragon Ball. Ja. Ne? Von Akira Toriyama halt. Design, soweit ich weiß auch. Reden die jetzt nochmal? Ja, die reden ganz viel. Wab.
Kapitel 1. Das aufkeimende Böse. Diesmal weint das da. Navigator, danonda. Hi. J-Force war 戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。 Venomsの進行拡大を防ぐアルファチーム. Die von Goku angeführt werden. Was Sinn macht, weil er zurückschlägt. Macht keinen wirklichen Sinn. Mir ist nur nie aufgefallen, dass er irgendwelche Leute gerettet hat. Und Informationen sammeln ist ja eigentlich durch Kagebunshin und Ninja optimal. Das Einzige, was ich bei One Piece quasi hier jetzt So, ich jetzt zuerst oder du zuerst? Du zuerst. Ja, also wie gesagt, der Grafikstil ist ja eigentlich schon irgendwie cool, ne? Und ich finde vor allen Dingen auch die Klamotten der Charaktere, die sind ja wirklich richtig Hammer. Aber die Gesichter und die Mimiken sind richtig scheiße. Man hat es ja eben gesehen, Goku redet über Essen und das meinte er eigentlich auch vom Satz und so, eigentlich richtig easy. Und dann guckt er immer noch so bierernst, als ob er gleich jemand auf die Fresse hauen will. Ja. Und auch Naruto und Ruffy die ganze Zeit so bierernst und ehrlich, das gefällt mir wirklich gar nicht. Ich mach hier kurz alles weg. Wow, so viel kriegt man. Ja, achso, ich wollte einfach mal gucken, was ist. Das erste ist ja von Dragon Ball ganz oben. Ja, genau. Goku halt oder so, des Trunks. Nur länger, Naruto in falschen Farben. Ja, das hier auch in falsche Farben. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Standard-T-Shirt. Genau. Ruffy, ja, nicht Ruffy gezielt, aber... Ja. Ja, das ist Naruto in richtigen Farben. Mich stört halt nur, dass die Naruto-Jacke da direkt drunter ist. Ja, weil das aus Road to Ninja ich ist weiß. Halt. Saiyajin-Rüstung. Ja, logisch. Aber die passt sich wenigstens den Brüsten an. Er muss ja. Ja. Ja, T-Shirt. Jump-Logo. Jump-Schriftzug, Jump-Force-T-Shirt und halt diverse Manga. Die man aber irgendwie nicht richtig erkennen kann. Das ist mir eindeutig zu klein. Ja, ich denke... Ja, gucken wir dann gleich. Ich nehme einfach mal das, auch wenn ich... Ja, das geht aber eigentlich. Weil ich weiß nämlich mit... Wenn ich hier nichts nehme... Ah, das sieht doof aus. Ja, warte. Das ist ne, dann ist es lieber speziell gewesen, genau. Quasi hier mit den Soßen. Ich finde das da eigentlich auch okay. Ja, aber die Hose, ach, ja. Ja. Geht da nicht eine andere Hose eigentlich? Die finde ich eigentlich sogar noch besser. Oder die geht auch noch. Ja, hier ist dann nur das One Piece Outfit und das wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber. Ja, aber es sieht eigentlich cool aus schon noch. Na gut. Weil diese andere Hose, die ist mir ja dann noch. Zubehör, weil. Dann haben wir nichts. Gut. Was? Ja, du wolltest ja jetzt sagen, wer in welchem Team ist. Also genau. Wer ist denn bei Goku? Bei Goku nee, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Achso. Ich wollte jetzt sagen, wegen One Piece und Gebiete zurückerobern, weil es ja von One Piece immerhin diese Pirate Warrior Spiele gibt. Ja. Dass man das zumindest so noch sagen kann, okay. Ja gut, aber wie gesagt, wir beide wissen ja, dass in den Teams sind ja verschiedene Leute. Genau. Und darüber habe ich mich ja schon mit dir unterhalten gehabt. Und die sehen wir jetzt gleich auch. Wie gesagt, bei Gokus Team geht es darum, den Gegner aufs Maul zu hauen. Macht ja irgendwie Sinn, finde ich, ne? Weil... Naja, du hast aber dich online gemacht. Nein, das sind NPCs. Achso. Das siehst du daran, dass die Schriftfarbe. Ah, okay. Dann ist ein Cloud. Na gut, reden wir erstmal mit. Hallo Goku. Ja, okay. So. Wollen wir mal durch Goku durchrennen. Erzählen wir auch gleich, wer bei Goku im Team ist. Ich sag mal so, bis auf Gaara ergibt der Rest ja schon Sinn. Ja, wobei Piccolo geht auch. Also Piccolo und Gaara sind ja eigentlich schon noch eher die logischen, ne? Na. Aber Zoro draufhauen, Goku draufhauen, das passt. Also ganz ehrlich, in echt würde ich mich denen nicht anschließen, weil, sorry Leute, aber Goku ist ja nun mal ein bisschen dumm.
Piccolo ist mir zu unfreundlich, Zorro ist auch nicht gerade hell und Gaara ist mir zu. Wobei Piccolo geht eigentlich noch von der Art. Ja, der aber der ist schon noch ein bisschen gemein. Also ein bisschen Nein, es kühl. Geht, es geht. Er ist kühl. Ja. Kühl ist er schon. Und wenn er dich nicht kennt, wäre er auch kühl. Und Gaara ist mir auch zu ruhig kühl und Zorro ist mir zu blöd. Ja. Also zwei blöde und zwei kühle passt voll nicht. Eine Regina. Ah, das ist ein normaler Name. So, so, wen haben wir bei Ruffy? Da geht's darum, Gebiete zurückzuerobern und Leute zu retten. Genau. Voll nicht. Nein, lass doch erstmal ausreden. Solche Titten können wir unseren Charakter nicht geben. Sag mal, hat die im Anime auch solche? Ja. So? Ja, vielleicht nicht so enorm, aber enorm, ja. Aber aha, gut. Die stehen jetzt hier aber nicht rum. Nee, dann waren sie bei Goku doch auch nicht. Ah, die haben viel mehr geredet. Ja, bei ihm verstehe ich jetzt nicht, warum. Er hat zwei weitere One Piece Charaktere und nur einen Naruto Charakter bei. Beziehungsweise Boruto. Genau, bei Dragon Ball war es ein weiterer Dragon Ball Charakter, aber von den anderen beiden jeweils einer mit dabei. Ja, das stimmt. Also da war zumindest Gaara und Zorro halt. Und hier war nur Boruto nebenbei. Ja, der noch. Hätte jetzt eigentlich noch ein Dragon Ball Charakter dabei sein ja, sollen. Aber welche Charaktere passen hier, um Gebiete zurückzuerobern? Ja, eigentlich Sanji gar nicht. Der macht das nur, weil Ruffy das macht. Boa auch nicht. Die macht das nur, weil Ruffy das macht. Eigentlich passt in dem Punkt nur Boruto, weil er ja durch Missionen daran gewöhnt ist, andere zu retten und so weiter, ne? Ja. Aber Boruto hätte rein theoretisch auch hier mit hingepasst. Ja, das schon, aber damit man nicht zwei Naruto-Charaktere ja, hat, ne? Ja. Ja, das sehen wir ja gleich. Ich weiß ja schon, wer hier noch mit dem Team ist. Ja, ich hab schon wieder vergessen. Ich hab nur kurz hingeguckt, als du das angefangen hast, kurz. Also egal. Yoku kita na, Shin-iri. Gamma-Team no Leader. Naruto-san desu. Ore no koto wa Naruto-taichou to yobu youni. Gokigen desu ne, Naruto-san. Ah, yaru ki ga aru no wa ii koto da. Karamabari shinakereba desu kedo ne. Kibishii na, Trunks wa. Kikoete ru tte ba yo. Naruto ijiri wa sono hen ni shinasai na. Ore tachi no leader nan da kara. Hora, Sasuke. Omae mo kochi ni kite, aisatsu shiro yo. Ucha Sasuke da. 相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか？俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたら、ぜひ俺たちのチームへ。Ich fand es übrigens eben cool, als sich gedreht hat, hat die Sonne aus seinen Lumen so ein bisschen geblendet. Also, diesen Sabo heißt glaube ich. Genau. Mit One Piece kann ich nichts anfangen, aber Trunks, der ist schon noch überlegt, macht mit Informationen sammeln Sinn. Und Kakashi macht halt auch Sinn, weil Ninja ist klar. Und ne? Klar, wir haben hier drei Naruto-Charaktere, also Kakashi, Satsuki und Naruto. Aber Satsuki war doch gar nicht mit dem Team, doch, oder? Doch, der. Ach so. Aber dafür ist von den anderen beiden trotzdem einer dabei, anders als bei also One Piece. Da ist kein Dragon Ball-Charakter also dabei. Also ganz ehrlich, bei One Piece würde ich wahrscheinlich auch in echt nicht hingehen wollen, weil... Ruffy ist mir zu doof. Boa hat nur Augen für Ruffy. Das heißt, wenn ich am Sterben bin, ist egal, sie rettet Ruffy. Sanji ist mir einfach zu pervers. Ja. Und Boruto mag ich nicht. Der ist einfach... Ja, der ist zu Boruto. Also, der ist einfach so ein arrogantes Stück Scheiße. Halt. Der, der glaubt immer, er ist der Beste und so alles. Ich mag den nicht. Also ich würde wahrscheinlich zum Naruto-Team gehen, weil Naruto ist auch nicht so eine Leuchte. Das stimmt schon. Aber mit Trunks kommt man gut klar. Kakashi würde einen zumindest auch den Arsch retten. Ja. Naruto würde einen trotzdem auch retten. Er ist ja und Sabo okay. Ist auch vollkommen okay. Den kann ja nicht einschätzen. Ich nur weiß. Satsuki wäre halt. Naja. Aber also, zu dem Zeitpunkt wird es ja noch gehen. Wissen wir schon, welches Team wir uns anschließen? Ja, also ich bin für Naruto. Gamma, genau. Ja, wir sind auch Naruto-Fans. Ja, aber Dragon Ball geht auch noch, aber mit... One Piece hat mich persönlich jetzt nicht so gut. この場所はトレーニングルームです。J-Force のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに作ったアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。だ、しょみだぞ、しね。今までに戦ったやつなら誰とでもまた戦えるってわけだ。けど、模擬戦闘はまた後にしてくれよ。今は俺との実戦だ。さあ、やるってばよ。
Jetzt nehmen wir als Special Move. Eigentlich ist übrigens bei Narutos Jacke das Uzumaki-Zeichen noch viel zu fett. Ja. Das wollte ich einfach mal erwähnen. Das springt so ins Auge, weißt du? Übrigens möchte ich einfach erwähnen, so als Digimon-Fan, ich weiß, das sind überwiegend Weekly Shonen Jump Charaktere, ne? Weil es gibt ja noch die V-Jump, aber Yugi ist ja auch drin, ne? Und der Manga lief aber in der V-Jump. Soweit ich weiß, erschien er ja nur monatlich, oder? Mhm. Und da finde ich es echt mies, weil wenn Yugi mit seinen Karten drin sein kann, hätte man rein theoretisch eigentlich auch einen Digimon-Charakter mit reinnehmen können. Persönlich, wenn wir schon vom Manga reden, wäre eigentlich Taichi aus Digimon Adventure V-Tamer sehr gut gewesen. Das hätte sich bestimmt, also irgendwie mit Vedramon hätte das bestimmt gepasst. Oder? Ja, hätte schon. Weil Yugi gibt es ja hier auch. Ja, meine ich ja. Und Yugi nutzt ja auch nur die Karten. Hätte man auch Taichi mit Zero reinbauen können eigentlich. Ja. Da haben wir ein schönes Rasengan draufgehauen. Du hältst dich nicht zurück. Ah, da bleibt das ja irgendwie so mit dem Feuer so ein bisschen. Bleibt das die ganze Zeit so ein bisschen? Das bleibt nur ein bisschen. Ja, aber immerhin. Das soll mir im Kopf zugehauen, oder was? Nein. Das noch kurz. Ich glaube, von My Hero Academia, ja, das mögen wir auch. Da war, glaube ich, jetzt aber nur Deko. Ja. Finde ich eigentlich irgendwo schade, dass, ich meine... Naruto, Dragon Ball und One Piece hat ja sowieso die meisten Charaktere in dem Spiel bekommen. Das ist ja, denke ich, kein Geheimnis, das kann man ja ruhig sagen. Ist klar, sind die drei großen, aber es ist schon schade, dass dann andere Serien so ein bisschen untergehen. Ich hoffe ja eigentlich, dass My Hero Academia zumindest noch ein oder zwei dazu kriegt. Es gibt ja noch einen DLC, dann später. Ja, aber trotzdem nur ein Charakter ist wenig. Ne? Ja. Aber dasselbe denke ich mir auch bei Yugi, aber da kommt schon noch Kaiba dazu. Ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von Yugi's Deck und so. Also ich hätte mir Jaden mehr gewünscht, so, weil Elementalen, das hätte hier irgendwie mehr reingepasst. Aber ich weiß, das ist ja Yugi. Erster Yu-Gi-Oh!-Charakter, Hauptcharakter, das ist klar. Aber ich glaube, Jaden und Yusei sind auch gar nicht so unbeliebt. Ah, ist das irgendwie immer noch Tutorial oder was? Nein, das ist jetzt gerade auch noch ein Tutorial gewesen. Das hier auch noch. Ja. Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil irgendwie so für so einen Gegner macht er ja eigentlich nichts, ne? Also. Ich meine, du kannst dich ja teleportieren und so. Ja, aber das kostet auch da unten die Anzeige. Das ist auch Kampftutorial 2. Ja, aber viel gemacht hat er nicht. Nein. Was können wir eigentlich mit dem Geld? Klamotten kaufen, nehme ich mal an. Nicht nur. Genau, das war nämlich eine Frage. Was kann man noch kaufen? Das sehen wir jetzt gleich. Achso, das weißt du noch gar nicht. Doch. Ah, du weißt es schon. Zumindest eines ist auf jeden Fall. Mehr weiß ich zum Beispiel schon gar nicht mehr. Nein, stimmt nicht. Das ergibt jetzt zwar gar keinen Sinn, weil er sagt, dass Kämpfer nur was wert sind und dann das mit dem... Also der typische Spruch... Ja. Das ist irgendwie aus den Haaren zusammengefügt, aber... Aus den Haaren zusammengefügt? Ich weiß, was du meinst, aber das ergibt auch keinen Sinn. Ich weiß. An den Haaren herbeigezogen, meintest du. Ja, genau. Übrigens, eben bei dem Outfit von Kakashi, diese Uzumaki-Zeichen, die da drauf sind, die sind ja eigentlich drauf genäht, ne? Ja. Da sah das eben gerade aus wie Gegenstände, irgendwelche Platten oder so, das sah auch ziemlich scheiße aus. Also eigentlich sollte man doch meinen, dass die Leute, die dieses Spiel machen, sich auch ein bisschen die Charaktermodelle angucken und wissen, was das ist. Eigentlich ja. Also da finde ich bei Naruto das Uzumaki-Zeichen insofern auch mal gar nicht so schlimm. Dann wäre ein Vegeta gegen ganz viele Venoms, so heißen die ja. Genau. Aber der Stein sieht schon billig aus. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ah, oh, so Vegeta der wird jetzt so. Böse. Böser als böse. Sie haben ihr Ziel erreicht. Zugegeben, auch das Gras sieht ein bisschen billig aus. Ja. Vegeta, der läuft. Oh. Ja, es sieht schon so aus, als ob er irgendwie friert und sich deswegen so zusammenzieht. Jetzt führt er diese Bimbos auch noch an. Na doll. Oh Mann. Also ist klar, ist er bestimmt mal Vegeta. Der ist gar nicht so böse. Der ist voll nett. Ja. Den kannst du mal auf eine Tasse Tee einladen. Ich glaube, der zeigt dir den Vogel und macht die Tasse eher kaputt. Aber gut, passt. Aber es ist irgendwie so typisch, dass er immer derjenige ist, der so böse wird, ne?
Gut. Wird geladen. Dann zeige ich jetzt erstmal, wofür das Geld unter anderem noch ist. Kann man sich hier verlaufen? So ein Flachzang wie ich? Nein. Okay, also nicht so wie in Xenoverse. Nicht wirklich, nein. Hier gibt es drei Räume und eine Hauptbar. Ja, dann ist der gut. Auch quasi so in etwa kann man das sagen. Das Springen bringt dir überhaupt nichts. Also hier wollte ich hin. Der Schatten tanzt voll. Zu der Musik. Gegenstände. Ja, sag mal, was gibt es denn so für Gegenstände? HP-Heilung und sowas im Kampf. Ja, okay. Das ist irgendwie sinnvoll und logisch. Fertigkeiten? Das ist quasi extra Angriffsstärke, also die den vorübergehenden oder dauerhaft, ich weiß es gar nicht, je nachdem, einen Bonus geben. Halt Angriff geht runter des Gegners oder sonst was. Oder halt die Fertigkeiten, da werden wir uns gleich ein bisschen einkaufen. Dass wir dann ein paar Fähigkeiten im Kampf können. Genau. Oder halt Outfits. Ja, das ist natürlich auch interessant. Ja, ich mag das aber nicht, wenn es über so die ganzen Klamotten nur in verschiedenen Farben gibt, ne? Ja, bin ich auch kein Fan. Dann wäre es doch einfacher, wenn es die einfach einmal gibt und man kann die einfach färben. Aber nun gut. Ja, ich denke, hier gibt es nur die von denen, die du auch im Team hast. Genau, es kommen ja immer noch mehr weiter, also nicht nur im Team, sondern... Ja, aber wäre es nicht die ganze Frisur oder ist es nur ein Stirnband? Das ist die ganze... wobei Stirnband steht da Ach nur. Achso, ja, Stirnband ist cool, ne? Aber wir wollen erstmal... Fertigkeiten. Hole ich mir aus Prinzip immer, weil er zumindest eine gute Fernkampftechnik ist. Stimmt allerdings. Ich muss mal gucken, was da so steht. Ja, ich denke, sowas wie Super Genki damals würde sie sowieso noch nicht machen. Ja, doch, davon müssen wir uns auch eine holen. Ja, aber die ist doch bestimmt am Anfang auch, dass sie ziemlich viel. Final Flash. Ich denke, dass am Anfang sind alles Dragon Ball Attacken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch noch. Das ist auch noch. Aber dass man die da schon so sieht, das finde ich auch doof. Auch eigentlich. Man will die ja selber Ball. Sehen. Höllenspirale zeige ich ja, mal kurz. Ja, das ist ja logisch. Kennt man ja. Ja, ich denke, jeder, der Dragon Ball kennt. Ja, wobei ich sagen muss, im Deutschen haben die jetzt so viele Attacken nicht genannt, nur ein paar. Da könnte ich jetzt mit einigen gar nichts anfangen. Was, Sonnen-Kamehameha? Na, boom. Als Finisher, Ultimative Ach quasi. So, okay. Ja, One Piece, ja, zeige ich auch mal, weil so gemein will ich dann auch nicht sein. Gungum Retor? Ja. Achso, weil es dann brennt. Das kenne ich gar nicht. Ich habe One Piece ein bisschen geguckt im Deutschen, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil es dann ja auch ewig gedauert hat mit neuen Folgen und so alles. Das ist auch Sanji. Ja, das ist, denke ich, irgendwie logisch, ne? Das ist auch Sanji. Wobei, da steht aber Shoot. Ach ja, aber Teufelsbein, ja, klar. Mhm. Ja, so oft haben die Techniken im Deutschen auch nicht genannt, oder? Sieht eher langweilig. Das sind schon nette Sachen bei, auf jeden Fall. Ja, einige schon. So schwarzes Loch geht ja noch. Das ist auch wahrscheinlich von... Mero. Okay. Boah. Ja, alles was so mit Herzen ist und so, glaube ich, ist dann sie irgendwie... Ja, Flammenfaust ist ja auch klar von was. Das hast du schon gekauft? Ja, ein paar Sachen haben wir schon. Ja, das ist ja auch logisch. Bumm. Aha. Ja. Ohne Chidori. Ja, dieses komische Farbending da. Ja. Was halt Satsuki dann so kann am Ende. Das ist von Kaguya. Genau, das ist. Es ist auch von Kaguya. Mhm. Das ist auch von Kaguya. Das ist doch diese große Gudodama. Ja, ich weiß. Egal, ich suche eigentlich kurz. Aha. Sandschauer und Sandtsunami, das steht ja. Dann alles wieder so deutsch. Also ehrlich. Das war eigentlich eine Finisher, die wir noch. Weiß ich nicht. Woran sieht man das, ob das eine Finisher ist? 7000 oder 3. Von dem Preis her würde ich halt sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? Da ist noch 7000. Ja, also ich würde hier jetzt auch gar nicht alle so durchgehen. Also es gibt ja halt schon eine Menge Techniken. Aber eine wollte ich mir noch kurz kaufen. Aber ich glaube, die meisten sind schon von Dragon Ball, Naruto und One Piece. Ich weiß nicht, sind da ganz unten auch von anderen oder so? So sagt mir ja generell nicht so viel. Spontan, ich weiß es nicht. Ja, sind auch von anderen halt, aber... Aber die würden die jetzt auch so nicht sagen, ne? Gerade nicht gezielt.
Donnerblitz. Eindeutig Pikachu. Nein, natürlich nicht. Aber daran musste ich halt eben denken. Ja, das sagt mir auch so gar nichts. Das könnte von Yu Yu Hakusho sein. Das weiß ich nicht. Nee, das ist eher sowas, glaube ich, wie dieses Blitz des Himmelsdrachen oder so. Ich glaube, das ist eher davon. Da muss ich wirklich einfach passen. Ah, gut. Ich habe jetzt zwei Techniken geholt. Die musst du jetzt erstmal ausrüsten, nehme ich an. Mhm. So, Feuerversteck. Ja, wobei flammende Feuerkugel ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich meine, so für weiter weg, ne? Für Rasengan habe ich ja eigentlich das hier geholt. Achso. Genau, das heißt, ich kann das Kamehameha reinholen. Und ja, dann packe ich die Flammenfaust rein anstatt. Genau. Gut. Dann hast du von allem was. Ja. Dann nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Story, gehen wir hin. Damit wir in diesem Video noch was zeigen können. Ja, das ist ja auch, ne? Der Sinn daran. Wir wollen ja nicht nur die Optik bewundern und so. Nein. Wobei natürlich der Windeffekt auch nicht gerade so super ist, aber es geht. Was verdammt, du kannst tanzen? Mhm. Ja gut, es ist ja auch eigentlich, dass man auch online spielen kann, also macht das ja Sinn, dass man da so ein bisschen was kann. Das hat man ja eigentlich in jedem Online-Spiel, richtig, oder? Er heißt doch Glover, ne? Mhm. Gab es da nicht mal von Nintendo diesen Handschuh? Hieß es nicht auch so? Er war nicht von Nintendo, aber ja. Ah, das okay. Spiel. Ich meine zumindest, dass es nicht von Nintendo war, ich weiß es nicht mehr. Schon ewig her. Nee, die hatten ja nur dieses VR-Brillending. Gut, dann dürfen wir jetzt nicht nämlich. Aber Glover war auf jeden Fall so ein Handschuh. Das Springen bringt nicht viel. Ja, es fühlt sich aber so an, als ob ich dadurch minimal schneller bin. Ja, da auf jeden Fall. Also nur vom Gefühl her und das. Aber wieso kommt da Staub, wenn du eine Treppe runterrennst? Das ergibt keinen Sinn. Hm. Schlüsselmission. Besiege die Venoms. Ja. Richtig. Das konnte ich lesen. Juhu. Ja, also ich finde es ja ein bisschen blöd. Alle, die man jetzt schon so gesehen hat, die sind natürlich hier auch frei. Natürlich kann man noch einige dazu freispielen, aber so viele waren das jetzt auch nein, nicht. Ich bin einfach mal nett, weil wir haben unseren nehmen wir ja sowieso mit. Ja, dann würde ich sagen, Goku und so, ne? Und weil wir ja trotzdem in Narutos Team sind, nehme ich ihn jetzt mit, damit die anderen beiden. Ja, okay. Ich will ja ein bisschen fair sein. Mehr Animes sind ja gerade eh nicht da. Genau, beziehungsweise Manga, sagen wir mal eher. Anime geht auch. Haben alle ein Anime. Noch ein Kampf-Tutorial, oh mein Gott. Ernsthaft? Ab jetzt ist es blind, ne? Für dich auch? Ja. Aber wofür denn jetzt noch ein? Jetzt bist du in sowas wie Erwachen oder was? Ist jetzt weil du leuchtest. Unsere Finisher. Boom, 78er Treffer. Wow. Hat halt nur nicht viel Schaden gemacht. Was war das für ein, unser Finisher war jetzt was? Moment, ich guck gleich, der heißt Hitzekuppelangriff. Okay. Ja gut, das war eine Kuppel und das war irgendwie Hitze. Ergibt Sinn. Immer aufs Maul. Wie diese Frauen in diesen Spielen immer im Japanischen schreien. Achso, das ist quasi unser Hilfsangriff. Genau. Kennt man ja für die, die Naruto so gespielt haben, so Storm 4, Storm 3 und so weiter, ne? Und auch das kennt man ja. Ich weiß nicht, in dem neueren Dragon Ball Spiel ging das auch, ne? Mit dem Wechseln. Mhm. So ein Xenoverse und so. Nur bei One Piece habe ich keine Ahnung. Da gibt es aber auch nicht so viele Spiele wie bei Dragon Ball oder Naruto. Wenn man da eigentlich so auswechselt in der Combo, gibt es dann auch mehr. Ja. Also mehr Schaden, ne? Er natürlich gleich in den Doppelmodus, ne? Ah, viel Schaden hast du ja nicht genommen. Nicht wirklich, nein. Yeah.
Macht ja fast gar keinen Schaden. Nee, ich hätte irgendwie mehr erwartet. Ich weiß jetzt übrigens immer, warum ich die japanische Stimme von Goku nicht so mag. Weil das hätte eben viel Energie vorlaufen müssen. Also, ich weiß nicht. Mit Ruffys japanischer Stimme kann ich mich anfreunden. Goku, also Naruto sowieso auch. Aber ich finde, hallo, Goku ist halt so ein kräftiger, muskulöser Mann und dann hat er so eine Frauenstimme. Ich meine, als kleiner Goku ging das ja noch, ne? Aber ich finde die deutschen Stimmen da schon besser. Wir haben ja schon 4 verschiedene Stimmen vom großen Goku gehabt und ehrlich, ich finde alle besser als die. Ich hab doch geblockt. Ja, vielleicht kann weil das ich den Block brechen. Nee, weil ich gleich gewechselt habe. Oh mein Gott, das ist eine Sanji-Attacke, glaube ich, gewesen, ja. Oder? Au! Die Form mag ich ja so gar nicht. Sieht aber kraftvoll aus. Und macht auch mehr Schaden als die Genki-Dama. Hat die Genki-Dama nicht eigentlich immer rot? Nein. War schon immer blau? Was war denn dann rot? Da gab es immer eine rote Attacke, oder nicht? Kaioken. Achso, okay, dann wird's das sein. Erfahrung Level 3! Wow. Und 250 nur bekommen. Also kann man hier jeden Charakter leveln? Ja. Das ist ziemlich viel Arbeit. Ja, vielleicht gibt es später Missionen, die man machen kann und die dann... Das war jetzt ein Tutorial, das war keine Mission irgendwie, oder doch? Doch, es war quasi eine Mission, die als ein Tutorial, was als Mission getan war. Wo müssen wir jetzt hin, wie das Glow war? Ja. Wie, muss man jetzt immer tun? Nein, das ist jetzt nur für die nächste Story-Mission. Jetzt ist ja die Frage, aus wie vielen Kapiteln besteht denn das Spiel? Das weiß ich gar nicht. Ich tippe ja mal so 10, 20, irgendwie sowas in der Art. Ja. Solange es nicht nur 3 sind. Aber man muss auf fairerweise sagen, da ist ja jetzt auch kein One Piece-Charakter.父さん、父さん、ベジータとトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータ、ベノムズに加担
Gibt es denn nicht auch irgendwie eine Leiste, wie oft man so einen Hilfscharakter einsetzen kann? Ich weiß nicht, ob es für den Hilfscharakter eine Leiste gibt. Ja, weil du kannst ihn ja nicht dauerhaft rufen, meine ich. Wir schmeißen sie mal weg hier. Bitchfight, ne? Mhm. Nun sind wir eindeutig stärker. Jetzt hat's aber gut abgezogen, das. Dabei hat er noch nicht mehr viel. Mach einfach einen Hilfscharakter oder so. Es geht schon weit. Ich kann auch gar mehr. Das trifft sogar. Ja, das stimmt. Das von Goku hat nicht getroffen. Das hat er mit Absicht gemacht, damit du... Erfahrung. Alle Level 3. Ein bisschen Story nehmen wir noch mit. Story. Aber ja. Du hast ja Trunks gar nicht eingesetzt als Hilfskarte. Ja, weil da hätte ich erst halt zu Goku wechseln müssen. Ach so. Deswegen, das kann ich leider so nicht entscheiden. Seht ihr nicht, dass seine Augen rot sind? Ich finde auch die Katze auf der Rüstung eigentlich ganz cool. Aber diese Gesichtsmimik, das sieht einfach so blöd aus. Ja, oder auch die Haare von Goku gerade. Ja, bei Goku sieht das auch gerade ein bisschen doof aus. Bei Trunks ist ja nicht so schlimm. Ich wechsle dann jetzt extra mal zu Trunks, damit wir ihn haben. So, ja, oder zu Trunks, ja. Ja, weil Goku hat man ja schon kämpfen sehen. Und das ist Goku, mein Gott, wie soll er sonst kämpfen? Genau, und Venture, ich finde es eigentlich total fair. Vater und Sohn halt, ne? Da sehen die Haare von Goku aber auch komisch aus. Im Anime sind die nicht so oft rumgewackelt, eindeutig nicht. Oh, er greift er so mit seinem Schwert an. Ich weiß nicht, das macht er, glaube ich, in anderen Teilen so nicht so, ne? Oder? Ja, schon ab und zu doch. Ja, ich habe jetzt schon ewig kein Dragon Ball Spiel mehr gespielt. Also Xenoverse war jetzt nicht ganz so meins. Ich habe die damals für die PS2 habe ich gespielt. Die waren eigentlich ganz nett. Auch wenn es im Prinzip irgendwo fast immer dasselbe war. Aha, schön. Ich finde es eigentlich auch verdammt schade. Ich meine, der Super Saiyajin Gott ist ja hier vertreten in dem Spiel. Aber warum packen sie denn nicht den Vierfachen rein? Ich weiß, GT, aber mein Gott, das wurde abgesegnet. Und der Vierfache sieht einfach schon cooler aus. Es ist nicht einfach nur eine andere Haarfarbe, ne? Lass doch packen. Nein. Lass oder? Doch. War das? Doch. Okay, stimmt dann. Ich würde schon sagen, das war so ein Packen. So. Deswegen hast du ja kurz so eine Animation gehabt. Tschüss, Freezer. Bam. Freezer? Ja, so hat er Freezer getötet, doch. Ach so. Deswegen. Ist er aber Vegeta. Ich weiß. Level 4! Oh, Trunks, du bist im Level 3. Schnell. Noch ein Erfahrungspunkt fehlte. Naja, es liegt daran, weil er ja jetzt erst dabei ist. Davor war er nicht dabei. Mhm. Doch. Ach ja, stimmt. Die sind ja immer dabei, oder? Ja, wobei einmal ganz kurz im Training. Ja. Hat er nicht eigentlich gesagt, seht ihr mal? Also wirklich begeistert, also nicht begeistert, sondern schockiert hast du nicht reagiert, was deinem Vater da passiert, sondern nur Vater. Das mit den Gesichtern ist echt scheiße. Ja, also. Das nimmt so ein bisschen da, die gucken die ganze Zeit so ein bisschen emotionslos. Ja, so als wir prügeln uns nur. Ja. Oder Verstopfungs. Das ist schon sehr schade. Das wäre besser gegangen. Da müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten, ganz ehrlich. Aber da so die kaputte Rüstung und so alles, das sieht ja schon mal eigentlich cool aus, der Anzug da, ne? Ich werde der Text ist auch wieder nur aus dem Englischen übersetzt. Wahrscheinlich. Oder so. Oh, das mit den Augen ist wirklich so. Bei Vegeta ist was anderes, der guckt wirklich immer so. Aber Trunks gerade, der hätte. Ja, der guckt nicht immer so. キューブの力はそれを宿した本人の意思によって
善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意志によってベノムズではなく我々の仲間 J4 の意志によって。誰が言うのですか？ヘルナは今は善の何者かの強い意志、その悪意にあらわれて犯されたキューブによって本人の意志は関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが操っていたのか。クソ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もその J フォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと Wie gesagt, bei ihm ist okay, dass er so guckt. Mhm. Er guckt meistens so, das geht noch. Ach ja, das ist ja wieder die da. Kann ich die Dragon Ball Elfin nennen? Ja. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Warum sagst du dann, ist das nicht? Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Er wirkte eigentlich, als ob er wüsste, wer das wäre. Oder nicht, wer ist denn diese Frau? Shokun, Gokuro. Kimitachi no katsuyaku de Namek-sei wa sukuwareta. Vegeta wo kyushitsu dekita koto wa warera ni totte ookina zenshin da. Hito wo aetsuru kosmikku kyubu no sonzai ga akiraka ni nari. Der macht mir Angst. Kyubu ni wa mada warewa ga shiranai. So stark können die Dragon Ball Charaktere nicht sein, wenn sie sich von den Menschen besiegen lassen können. Ichio rei wo itte oku. Ja. Auch wenn Trunks gekämpft hat, aber du weißt, wie das meint. Ja. Aber was haben wir denn jetzt vieles gelernt durch den Kampf? Dass auch die zum Beispiel davon kontrolliert werden können. Ja, Vegeta hat ja nur kein reines Herz unbedingt. Wobei, brauchte er... Doch, muss er ja. Weil, war das nicht in diesem Gottfilm so, dass er auch mit dabei war? Und schon Kapitel 2. Wow. Der größte Schurke. Wer ist das? Der ist auch neu, oder? Keine Ahnung, wer das ist. Der hat ein Buch in der Hand. Und damit guckt er in die Zukunft. Nö, in die Welten rein. Hallo, Konoha. Ja, das eine war eben das falsche Namek. Ja. Spannend, spannend. Das würden wir rein theoretisch, wenn ihr es wollt, in einem späteren Video dazu sehen. Also ich würde sogar fast sagen, es ist zu Let's Playen. Meinst du? Ja, ich hatte irgendwie schon Lust dazu. Na gut, dann ist die Sache entschieden. Dann ist das jetzt der erste 1-Stunden-Part zu Jump Force. Ja, warum denn nicht? Naja, man muss ja ein bisschen was zeigen. Ja. Aber die bewegen auch sehr komisch die Köpfe und den Hals. Besonders Glover. Hat wohl zu viel mit dem Handschuh gespielt. Mal gucken, wie lang dann die nächsten Parts werden. Die werden natürlich ein bisschen kürzer. Ja. Achso, einfach passiert das. Ich finde es auch cool, dass mal die reale Welt mit vorkommt. Ja, jetzt hing das ein bisschen, ne? Es kann auch kurz am PC liegen. Ah ja, wir spielen hier die PC-Fassung. Ausnahmsweise. Normalerweise spielen wir immer Konsole, wenn es geht. Ja. Warum halten wir unsere Hände so? Aber ich zähle es als Mimik. Das klingt seltsam. Venomus hat sich gemeldet. Ich würde sagen, da wir es ja Let's Playen, sollten wir vielleicht jetzt hier einfach einen Cut machen. Mhm, würde ich auch sagen. Genau, und im nächsten Part treffen wir uns dann mit unserem Team und machen dann weiter. Ja, so machen wir das dann. Ja, also schreibt mal einfach mal in die Kommentare, welche Charaktere wir, wenn möglich, auch mal einsetzen sollen oder mitnehmen sollen oder was ihr euch wünscht, welche Kostüme wir mal anziehen sollten oder so. Würde uns einfach interessieren und dann werden wir natürlich auch Rücksicht darauf nehmen. Und wobei wir noch nicht so viele Kostüme haben, aber das kommt mit der Zeit. Ja. Also, Denne. Gut. Bye, bye.